herzlich willkommen zu unserer heutigen Adventsandacht. Ganz besonders möchte ich begrüßen Ilona Frenzen. Die wird nämlich uns eine Geschichte nachher vorlesen. Vielen Dank für dein Kommen. Und man hat es gehört, Musik hören wir heute von Ulrike Askew und hier Jens Gerloff. Wir reisen in diesen Adventsandachten und heute ist die USA dran. In der Vorweihnachtszeit in den USA gibt es viele Weihnachtsmärkte. Einige sind sogar typisch deutsche Weihnachtsmärkte, in denen es wirklich Lebkuchen, deutsche Wurst gibt und all sowas, was wir jetzt gerade vermissen. Sonntagsschulen, Kirchen und Gemeinden organisieren in dieser Zeit besondere Veranstaltungen, zum Beispiel Krippenausstellungen, Konzerte und auch Essen für Bedürftige. Am 24. Dezember schließlich trifft man sich mit der Familie und mit Freunden zum Essen. Traditionell isst man gerne den Truthahn. Aber da es in Amerika ja viele Einwanderer gibt, vermischt sich das. Zum Beispiel in polnischen Familien gibt es dann auch gerne polnische Wurst mit Kohlgerichten. Oder in italienischen Familien wird dann auch gerne am 24. die Lasagne gegessen. Auch geht man dann in Amerika auch zur Kirche. Und in Amerika ist das auch sehr wichtig. Also den Leuten ist das sehr wichtig, diesen Kirchgang zu machen. In der Nacht vom 24. zum 25. Dezember bringt dann Santa Claus die Geschenke. Er kommt durch den Schornstein und verteilt sie in die aufgehängten Socken. Frühmorgens am 25. können dann die Kinder und alle dann die Geschenke auspacken. Der 26. Dezember ist dann auch schon wieder ein ganz normaler Arbeitstag. Ja. So wird in Amerika die Weihnachtszeit und Weihnachten werden. Danke. Wir wollen beten. Herr, die vielen kleinen und großen Lichter in dieser Zeit verstärken die Sehnsucht nach dem, was unser Leben hell macht. Die vielen Einschränkungen in diesem Jahr wecken den Wunsch nach einem friedlichen Miteinander in dieser Welt. Du, Gott, bist das Licht, das nicht vergeht. Du schenkst Gemeinschaft und Frieden, der hält. Ich sehne mich nach dir. Amen. Amen.
Also ich habe entgegen der Ankündigung zwei Geschichten mitgebracht, weil die beide sehr kurz sind und ich die aber beide gut fand. Und deswegen lese ich euch zwei Geschichten vor. Die erste, Ankunft. Vor Weihnachtszeit, vor 4 Jahren. Seit langem will ich Weihnachten mal wieder im Elternhaus verbringen, einen Hauch des Kindheitszaubers atmen. Aber es klappt ja nie, so viel zu tun. Ich rufe meine Mutter an, um ihr das zu sagen und dass ich nach Neujahr bei ihr sein werde. Sie ist nicht überrascht, nicht enttäuscht, sagt nur, dass wir uns dann leider nicht mehr sehen können. Ich weiß sofort, was das bedeutet. Umgehend buche ich für meine Familie eine Wochenendreise und kurze Zeit später sitzen wir im vertrauten, schlichten Wohnzimmer. Die Kerzen am Adventskranz brennen, wir essen und trinken und plaudern. Es ist so gemütlich wie immer. Die Kinder wissen, dass sie das wahrscheinlich zum letzten Mal genießen können. Meine Mutter singt ein Lied für sie. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedacht. So hoch betagt, wie sie ist, so überströmt ist ihre Lebensfreude. Und ihr Einverstandensein damit, dass dieses Leben eine Grenze hat. Der Abschied ist ganz leicht. Zurück in Berlin greife ich zum Telefon und lasse es 3-mal klingeln. Das vereinfachte Zeichen, dass wir gut angekommen sind. Das schärfte sie mir immer ein im unnachahmlichen Dialekt der Heimat in Bayerisch-Schwaben. Durch bloßen Dupfer. Tu nur einen Tupfer. Wenige Tage vor Weihnachten ruft mich mein jüngerer Bruder an. Auch er muss nicht viel sagen. Und so tragen wir 6 Geschwister unsere geliebte Mutter am Tag vor Heiligabend zu Grabe. Das traurigste Weihnachten, das ich je erlebt habe. Im Stillen bitte ich meine Mutter, sie solle, wenn sie drüben ankomme, ein Zeichen geben. Durch bloß ein Dupfer. Und tatsächlich, beim Leichenschmaus fällt im Gasthaus plötzlich der Weihnachtsbaum um. Keine Verletzten, nur eine klare Ansage. Ich bin angekommen. Danke, Mutter. Das war die erste Geschichte. Freude. Er ist mein Sitznachbar im ICE, Raphael aus Venezuela. Während der Fahrt kommen wir ins Gespräch. Wir unterhalten uns auf Englisch, erzählen einander, wohin wir unterwegs sind, was wir so machen im Leben, stellen fest, dass wir gleich alt sind. Es ist ein lockeres Gespräch, ungezwungen, eine kleine Zugbekanntschaft, wie man sie manchmal macht. Wenn wir aussteigen, wird wohl jeder von uns wieder seine eigenen Wege gehen. Jetzt aber teilen wir dieselbe Strecke. Der Zug verlässt gerade den Hauptbahnhof von Hannover, als unsere Unterhaltung abrupt abbricht. Raphael springt so plötzlich von seinem Sitz auf, dass ich zusammenzucke und auch andere Fahrgäste auf ihn aufmerksam werden. Raphael strahlt übers ganze Gesicht, wirkt ganz außer sich, deutet mit dem Finger nach draußen und ruft: Snow, look at this, snow. Schnee, guck dir das an, Schnee. Mein Blick folgt seinem Finger. Er hat recht. Weiße Flocken fallen vom dezembergrauen Himmel. Wenige nur. Eher Flöckchen als Flocken. Sie bleiben nicht mal liegen. Und doch, es stimmt. Es schneit. Ich muss lächeln. Das erste Mal in diesem Jahr, sage ich auf Englisch. Raphael nickt langsam. Er kann den Blick kaum vom Fenster abwenden. Es sieht so aus, als würden Tränen in seinen Augen glitzern. Das erste Mal in diesem Leben, sagt er. Schönen Dank. Thank you.
Wir wollen Fürbitte halten. Herr, himmlischer Vater, wir bitten dich, zeige uns einen friedlichen Weg aus dieser Krise und Isolation. Lass uns die Schwachen und Ausgestoßenen nicht übersehen, die diese Zeit zutage geführt hat. Wir bitten dich, dass wir die Kraft finden, all die Einschränkungen mit Würde und Optimismus zu überstehen, damit wir in naher Zukunft wieder ein friedvolles Miteinander erleben können. Amen. Wir möchten jetzt gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte uns. Er halte seine Hände über uns und auf all unseren Wegen vom Anfang bis zum Ende. Amen. Ja, nun sind wir schon fast am Ende. Für mich bleibt jetzt noch einmal ein schönes Dankeschön an dich. Die zwei Geschichten sind ganz schön gewesen. Und auch an unsere Musiker nochmal einen herzlichen Dank. Wir werden sie nachher nochmal hören. Ja, die Kollekte geht um diese Kugeln. Allerdings nicht so verbeult, wie sie hier sind. Wir möchten nämlich gerne wieder diese Kugeln erneuern. Die müssen neu angeschafft werden. Die Beulen kann man nicht mehr rauskriegen. Und die gehören nämlich an unsere Kronleuchter. Dafür ist in diesem Jahr, sammeln wir dafür die Kollekte ein. Vielen Dank jetzt schon dafür. So, und wie immer zum Schluss werden jetzt unsere Adventsbecher verlost. Und dafür brauchen wir Wiebke. Ja, auch heute Abend möchten wir Ihnen wieder 4 Becher mitgeben. Putschbecher, extra angefertigt für dieses Jahr, damit Sie sich zu Hause in diesem punschlosen Jahr dann an diese Zeit heute und alle Tage hier in der Kirche an alle Adventsandachten erinnern. So. So, wie angekündigt, hören wir jetzt noch ein bisschen Musik. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und tschüss. Ja, und ihr kriegt heute nicht nur einen Segen, ihr kriegt jetzt noch einen zweiten Segen hinterher. Sehr schön.